Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fans, liebe Groupies, liebe Menschen mit Geschmack, alle hergehört, kommt Ihnen hereinspaziert. Notsituation, der Notstand ist ausgerufen. Es müssen neue Mittel her. Dieses Geschenk wurde mir heute vor die Tür gelegt. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen könnte, außer auf meinen nächsten Waldspaziergang ein paar Rehe zu verscheuchen. Welcome to the show. Hallo. Ich habe gerade gemerkt, ich habe mein Mikrofon vergessen. Heute tönt es nicht so gut. Ich komme ein bisschen näher vor die Kamera an. Ich weiss, es hödelt jetzt ein bisschen. Aber Aufklärung kann nicht auf den Tontechniker warten. Heute war ein toller Tag. Ich hatte Gäste bei mir. 3, 4, 5, 6, 7 oder 8. Ihr müsst selber wählen. Ich habe gehört, aus verlässlicher Quelle, dass ich wahrscheinlich oder sicher von der Bundespolizei überwacht wird, nachdem sie die Pastale aufgenommen haben und mein Kanal jetzt 1200 Subscribers hat auf YouTube. Damit bin ich offiziell Influenza und damit direkte Konkurrenz zu Corona. Und darum wird die Sendung jetzt wahrscheinlich geschaut von einem Bundespolizist. Herr Bundespolizist, herzlich willkommen. Kommen Sie mir vorbei in den Garten, wir müssen an die Hand schütteln. Aber Sie haben nichts zu befürchten. Ich halte mich an den Rechtsstaat. An den Rechtsstaat der Eidgenossenschaft, von der Schweizer Eidgenossenschaft. Mit der Schweizer Volksrepublik. Da haben wir vielleicht eine kleine Zielkollision miteinander. Aber haben Sie keine Angst. Es bleibt alles friedlich. So, weil ich bin harmlos. Ich habe zwar noch zu meiner Eitelkeit zeigen, ich arbeite an meinem Bizeps, aber ich arbeite bei meinem Köpfli. Und mein Köpfli sagt, was die Polizisten sagen, macht man. Bis man es nicht mehr macht. Auf jeden Fall, am Samstag, habe ich gehört, wird viel spaziert. Ich weiss nicht, ob Sie gehört haben, was in Deutschland los ist. Es geht recht ab dort. Bei uns ist alles noch situierter. Heisst es. Ja, also, Entschuldigung, fast immer situierter. Aber auf dem Zürcher 6-Leuten-Platz kann man nicht alleine dort stehen und eine Verfassung aufheben. Da haben wir übrigens, schaut hier, die einzige Waffe, die ich habe, ist die Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft. Ich bin kein Jurist, ich bin kein Anwalt, aber gute Nachricht. Morgen Mittag etwa, mache ich ein Interview mit einem pensionierten Anwalt, und zwar einem sehr guten, der Auskunft gibt, was aufgrund der Verfassung alles gemacht werden darf oder nicht. Ein kleiner Spoiler vorweg. Die 7 Zipfelkappen werden keine Freude haben, was man zu hören bekommt. In meiner Live-Sendung. Und Moment. Wir müssen schauen. Und ich kann es leider noch nicht kommunizieren, weil ich noch nicht das definitiv abgemacht habe. Aber anscheinend ist noch ein anderer Anwalt. Das ist auch noch krass. Von einer sehr berühmt-berüchtigten Kanzlei. Ebenfalls noch bereit, mit mir mich zu beraten einerseits und vielleicht sogar noch in meine Sendung zu kommen. Ganz sicher ist es aber nicht. Das werden wir jetzt dann alles noch herausfinden müssen. So, denn was haben wir heute? Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Also eben, morgen kommt Heinz Raschein auf Besuch. Ich freue mich sehr. Ein sehr überlegter Mann. Aus einer, wo ein paar sehr deutliche Sachen zu sagen hat, wo die da, das da wahrscheinlich fast auswendig kennt und uns ein paar spannende Sachen wird erzählen. Übrigens, da stehen unglaubliche Sachen in der Schweizer Verfassung. Und zwar steht zum Beispiel drin,
Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Und die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äußern und zu verbreiten. Am Samstag werde ich der Eli die Leviten lesen. So viel, wenn ich den Mut finden will. Wenn es jetzt aggressive Reli sind, dann weiß ich nicht, was ich mache. Auf jeden Fall, jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. Und die Medienfreiheit, Artikel 17, Absatz 2. Schlechte Nachricht. Zensur ist verboten. Das wird vielen nicht gefallen. Von der Volksrepublik Schweiz. So, und jetzt gehen wir noch mal an. Am Montag gehen die Beizen auf. Und ich werde alles tun, um helfen, die Herdimmunisierung herbeizuführen. Und wenn das auch heisst, dass man halt die Abstandsregeln und so einhalten, das ist wichtig. Ich bin wieder Arzt und Apotheker, die müssen fragen. Wir halten unser Gesetz von der Schweizer Eidgenossenschaft, wo man als Bürger hat. Und darum, ja, würde ich aber mal lesen, was da für neue Gesetzlichkeiten da mittlerweile herrschen. Und zwar ist auf beizer.ch publiziert worden, was ein Beizer alles machen muss. Zum Beispiel müssen offene Apfelheimer täglich mehrmals geleert werden. Abfallsäcke werden nicht manuell zusammengedrückt. Oh mein Gott, früher hat man einfach nur von Steuerverschwendung geredet, aber heute, es ist Tyrannei. Es ist Tyrannei. Schaut mal das an, Deutschland. Anzahl Test kumulativ. Und Anzahl durchgeführte Test und Anzahl positiver Test. Und fällt da etwas auf? Die Anzahl positiver Test, das ist das kleine Rote unten dran. Da geht schön linear rauf, schön verhältnismäßig rauf. Wie die Anzahl der durchgeführten Tests. Da ist, wo man immer mehr erzählt hat, neue positive, immer mehr positive. Ja klar, wenn wir das Volumen dort vervielfachen, dann werden die positiven vervielfacht. Eben aber die Leute, ja. Und schaut mal da, da ist eine gute Nachricht. Jemand hat geschrieben, an Amnesty. Hat leider jetzt das nicht können vorbereiten ausreichend, aber Amnesty International hat das auch gesagt, jetzt fordert es, dass man das Demonstrationsrecht wieder mal installieren muss, unter Einhaltung der Hygieneregeln. Und jemand schreibt sogar, ein Staatsrechtler, es ist verfassungswidrig, jede Demonstration aufzulösen. Die Grundrechte sind in der Corona-Krise zu stark eingeschränkt, sagt Amnesty Schweiz und fordert eine Lockerung des Demonstrationsverbots. Der Bundesrat müsse jetzt Klarheit schaffen, sagt ein Staatsrechtsprofessor. Ja, ja, das müsste er. Er müsste noch viel mehr. Genau. Dann, schaut mal das an. Ich konnte noch nicht reden. Habe ich als anonymisiert, das ist ein Coiffeur, der hat jetzt da wegen der Betriebsschließung für selbstständig erwerbende Geld bekommen. 45 Franken 45. 45 Franken 45 für das, dass er das Geschäft schliessen musste. Aber, das klingt jetzt knauserig, aber der Bund ist nicht knauserig. Wir schauen mal das. Er kommt nochmal Geld über. Und zwar satte 22 Franken 75. 22 Franken 75. Also 70 Stutz. Wir sagen, so viel kostet ein Kunde etwa. Das heisst, für einen Kunden ist er entschädigt worden, für die, was ist es, 6 Wochen. Wie viel hat Swiss bekommen? Die deutsche Firma. Die heisst doch immer noch Swiss, oder? Aber es ist ja eine deutsche Firma. 1, irgendwas Milliarden, glaube ich. Mhm. Genau, ich schon würde sagen. Und dann habe ich noch etwas Lustiges für heute. Die letzten paar Wochen, wenn die uns etwas gelernt haben, ist es das, dass die Dummheit sich schneller verbreitet, als jeder Virus das jemals kennt. Dann war ich beim Coiffeur. Bester Barbershop in der Schweiz, ich hoffe, das sieht man. Wobei, jetzt habe ich mein Haar schon zerzaust, aber
Der hat das schön eingehalten mit den Abstandregeln. Nicht, weil er es will wahrscheinlich, aber einfach, weil er ein anständiger Mensch ist, ein anständiger Bürger und sich an Gesetze will halten. Und darum sehe ich so gut aus, nochmal zu meiner Eitelkeit demonstriere. Ich weiß, es gibt Leute, die das nicht gerne haben, dass ich eitel bin. Ich stehe zu meiner Eitelkeit, sie halten mich fit, gesund, lässt mich gut essen und verschafft auch jeden Tag eine neue Episode Stricker TV. So, dann schauen wir, was wir sonst noch haben hier. Es geht sicher noch weiter mit grandiosen Nachrichten. Moment schon bitte. Genau, da haben wir es. Zwischen der Gästegruppe, der Restaurant, muss vorne seitlich Schulter zu Schulter einen Abstand von 2 Metern und nach hinten Rücken zu Rücken einen 2 Meter Abstand von Tischkante zu Tischkante eingehalten werden. Befindet sich eine Trennwand zwischen den Gästegruppen, entfällt der Mindestabstand. Das ist eine wichtige Information. Trennwände zur Abtrennung. Mai 2020. Ich würde sagen, von Europa übertragen 1933, 1989, 2020. Trennwände zur Abtrennung von Tischen erfüllen folgende Auflagen, wenn Tische weniger als 2 Meter voneinander entfernt sind. Und dann eine Auflistung. Die obere Kante der Trennwand befindet sich gemessen am Boden auf einer Höhe von mindestens 1,5 Metern und mindestens Zentimetern über der Tischkante. Die untere Kante der Trennwand befindet sich zwischen dem Boden und der Tischhöhe des am tiefsten gelegenen Tisches, der die Trennwand trennt oder liegt auf der Tischplatte auf. Die Trennwand reicht in der Horizontalen auf beiden Seiten des Tisches 50 cm über die Tischkante hinaus oder schließt direkt an einer Wand ab. Und jetzt fangen wir an, wie in die Telefonkabine im Restaurant zu hocken. Das ist unglaublich. Es ist so traurig. Hat noch mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles wieder zumuten. Ich kann einfach zusammenfassen. Die Welt ist wahnsinnig geworden. Dann habe ich etwas Schönes. Daddy, was hast du gemacht, wo der Staat all unsere Freiheit und Recht weggenommen hat? Ich habe jeden, der sie Frage gestellt hat, einen Verschwörungstheorist genannt und habe dazu geklatscht wie ein Affe. Schön, oder? Tut doch richtig gut, mal etwas zu hören. Da habe ich auch noch etwas. Genau, gestern war ja der Can bei mir auf Besuch. Er hat von Südafrika etwas geredet. Da habe ich noch mal etwas bekommen. Hey, ich habe live im Interview gesehen, dass du wegen Südafrika gefragt hast. Meine Cousine lebt in Cape Town und hat mir gesagt, dass es voll übel abgeht. Sie haben Alkohol- und Zigisverbot und Militär und Polizei sind auf der Straße. Und wenn du gegen Ausgangsverbot verstoßt ist, bis 6 Monate Knast. Zwei schwarze Männer haben sie verprügelt, weil sie auf der Straße ein Bier getrunken haben. Einer ist gestorben. Plus meine Cousine ist herzkrank und kommt nicht mehr ihre Medizin an. Alles so üble Scheiße. Passiert, man. Es ist echt traurig, das Ganze. Liebe Grüße zurück. Es ist tragisch. Aber man muss verstehen, es herrscht ein totaler Ausnahmezustand. Zum Beispiel in Jona haben wir jeden Tag 7 Leute, die sich testen lassen. Und für das brauchen wir 12 Personen. Das Corona-Zentrum in Jona testet durchschnittlich 7 Patienten pro Tag. Dafür stehen pro rund 12 Personen im Einsatz, wie der Kanton St. Gallen auf Anfrage von Lind24 mitteilt. Gut. Jetzt kann man mal definieren, ob jemand einen Test macht, ob er automatisch ein Patient ist. Aber 12 sollte lange. Ja, nun, auf jeden Fall hier nochmal schnell. Ich habe es jetzt anonymisiert, bin nicht sicher, wie ich es zeigen darf, aber wahrscheinlich es ist öffentlich publiziert, darum wäre es eigentlich kein Problem. Darum zeige ich mal das noch schnell. Da sehen wir die Todesfälle von der Schweiz. Letztes Mal der Guido Hüni von den Grünliberalen hat ja kritisiert, er war nicht mehr amtlich, nicht mehr öffentlich, dass ich mich auf K-Tipp-Zahlen stütze. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Zahlen. Und zwar vom Bundesamt für Statistik. In der untersten Reihe sehen wir die Gesamttoten von dem Jahr 20 links. Und nachher rückwirkend bis aufs 15. Und ihr seht also, 22.774 ist manchmal ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer als der Durchschnitt. Und deutlich tiefer als 2015. Jetzt kann man sagen, ja, das ist halt im Gesamten, aber ja, in der Woche haben wir ja wahnsinnige Zahlen gehabt, die noch rausgeschossen sind. Schauen wir mal. Ja, Woche 16 ist Rekord, Woche 15 ist Rekord, Woche 13 ist Rekord.
um etwa 10-20%. Und die Wochen voran, wenn es älter wird, einfach nichts. Die Gesamttoten sind ziemlich einfach stabil. Wenn ich jetzt vergesse, aufzuladen, ist das anscheinend, ich habe noch etwas gesehen, am 20. März, dann haben sie die Todesprognose gesetzt, haben gesagt, wenn wir ganz strenge Restriktionen machen, dann haben wir 2700 Tote bis im September. Und wenn wir strenge Massnahmen machen, mittelstrenge Massnahmen machen, dann haben wir 55'000 Tote bis September. 55'000 Tote. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt haben, gemessen an dem Willkürstaat, wo wir leben, ist das, was jetzt ab dem 11. Mai passiert, wahrscheinlich zu werten als moderat. Sind wir gespannt, ob wir 55'000 Tote kommen bis in September. Wenn wir ganz leichte Massnahmen umgreifen, haben sie ja über 80'000 Tote geredet. Ich kann die Zahlen nachreichen. Das war ein Bericht in der Luzerner Zeitung am 20. März, glaube ich. Dann haben wir noch etwas bekommen. Uns ist jeden Tag beigebracht worden, dass man ja nicht selbstständig denken soll. Das ist von einem Jim, der hat den Nachnamen vergessen. Sonst wird man zum Verschwörungstheoretiker. Und irgendwie haben wir ein richtig gutes Gefühl dabei gehabt. Wir haben Oma und Opa bis zu ihrem Tod nicht mehr getroffen, weil man uns gesagt hat, sie stecken sich durch einen Besuch für uns leichter an als im Baumarkt mit 400 Leuten. Wir haben zugeschaut, wie die Geschäfte reihenweise schliessen. Wir haben zu allen Arbeitslosen und Kurzarbeitern gesagt, dass das bestimmt eine neue Chance ist. Und dann haben wir auch noch Juhu geschrien und Applaus geklatscht, weil eine neue Impfung auf den Markt gekommen ist, die statt 15 Jahren in nur 8 Monaten entwickelt worden ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie so viele Menschen das ihre Kinder später mal erklären wollen. Das Meme habe ich gerade gezeigt voran. Vielleicht so. Stay home war unser Leitspruch. Wir haben auf dem Sofa gesessen und in Ruhe bei Kaffee und Kuchen zugeschaut, wie alle Menschen reihenweise arbeitslos wurden. Wir haben nachmittags um 17 Uhr aus dem Fenster geklatscht und fröhliche Corona-Lieder gesungen. Haben uns nachher die Ansteckung wieder komplett, nachdem die Ansteckung wieder komplett gesunken ist, 4 Wochen später bunte Masken aufs Gesicht geklebt. Und jetzt haben wir den Schluss verpasst. Ja. Ah genau, und uns ist jeden Tag beigebracht worden, dass man ja nicht selbstständig denken soll, sonst wird man zum Verschwörungstheoretiker. Und irgendwie hatten wir alle ein richtig gutes Gefühl. So. Was in der Schweiz passiert und weltweit passiert, ist ein Desaster. Man kann auf das mit einer gewissen ironischen Distanz schauen, wie ich es jetzt gerade 20 Minuten lang probiert habe. Oder man kann einfach akzeptieren, dass wir nicht mehr in einem Rechtsstaat wohnen. Wir leben in einem Staat, wo die Verfassung ausgehebelt ist und die 7 Zipfelkappen grundsätzlich willkürlich, unverhältnismäßig, nicht zielgerichtet agieren und sich darum strafbar machen. Und wenn unser Rechtsstaat funktionieren würde, würden die Bundesräte im Gefängnis landen. Es ist nicht meine Forderung, dass sie im Gefängnis landen. Meine Forderung ist, dass sie zurücktreten. Meine Forderung ist, dass sie die Schweiz freigeben. Die Schweiz ist ein freies Land. Wir sind frei geboren. Ich will frei leben und frei sterben. Natürlich hat man als Bürger gewisse Pflichten. Das verstehe ich schon. Insofern ist der Mensch frei und der Bürger nicht. Aber was jetzt passiert ist, wir sind nicht mehr Bürger. Wir sind Untertanen. Wir sind Untertanen in einer schleichend installierten, tut mir leid, das so zu sagen, Gesundheitsdiktatur. In einem Gesundheitsfaschismus leben wir. Und es wird Schritt für Schritt installiert, wie der Frosch, wo man Kochtopf rührt, ins kalte Wasser und dann langsam aufkocht. Und sie denken oder rechnen damit, dass man jetzt die Massnahmen immer verschärfen und verlängern kann, bis es einfach dann zu heiß ist und man nichts mehr machen kann. Ich sage nicht, dass ich überzeugt bin, dass es so wird kommen, aber die Gefahr ist da und wir dürfen nicht schlafen. Demokratie, Menschenrecht, Rechtsstaatlichkeit, das ist nicht ein Naturgesetz, das müssen wir jeden Tag neu erkämpfen. Das ist jeden Tag zu verteidigen und jetzt ganz besonders. Mit allen legalen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, als Bürger der Schweiz. Und nicht als Untertanen, zu dem sie uns machen wollen. Das wirtschaftliche Elend, das über alle Leute jetzt runterrasselt, das spüren die nur wenige. Und viele sind vielleicht selbstzufrieden zu Hause und schauen das irgendwie als ein interessantes Experiment an. Ich sage euch, es ist bald nicht mehr interessant. Es wird bald tragisch sein. Und vielleicht trifft es dich jetzt weniger als andere, aber wir dürfen nie vergessen,
Der ganze Mumpitz, der da stattfindet, der Shutdown, meine ich da damit, in einem schönen Frühlingsmonat, wo de facto die Zahlen gegen Null gehen und niemand mehr an einer Grippe stirbt oder an Corona oder mit Corona, die Zahlen sind dermaßen rückläufig, dass man sich fragen kann, wozu der Bullshit? Und jetzt sollen wir in die Telefonzelle hocken, die früher in einem Restaurant geheißen und sollen essen gehen. Und trinken gehen und Spass haben. Wir dürfen zu viert an den Tisch hocken, aber nur, wenn wir alle vier vorne schon gekannt haben. Das ist Irrsinn. Und man kann von stillen Krieg reden. Der Snowden nicht den Begriff braucht, ich weiss, ob man den richtig anwenden, weil das ist wahrscheinlich auch der Krieg in der Online gemeint. Aber was wir erleben, ist ein stiller Putsch. Ein stiller Umsturz. Das ist das, was uns droht. Wegen diesen sieben Zipfelkappen, die entweder die Nerven verloren haben oder sich schlecht beraten lassen haben oder finstere Pläne haben. Ich weiss es nicht. Ich gehe eher von den ersten zwei Sachen aus, aber wir wissen es nicht. Und etwas ist sicher. Sie machen nicht das. Es ist etwas, was wichtiger ist für den Bundesrat und die 200 Leute im Parlament, die wahrscheinlich ihre Rechte wieder abtreten wollen, weil sie zu faul sind, zum Arbeiten und ihren Job zu machen als Parlamentarier. Und das ist das. Sie haben noch mehr Angst als vor dem Virus, vor der öffentlichen Meinung. Vor der veröffentlichten Meinung müssen sie keine Angst haben, weil die Massenmedien stehen ein Glied. Ein Glied. Mit ganz wenigen Ausfällen auf Seite der NZZ, von der Weltwoche zum Glück, dass ich mal die Weltwoche lobe. Und ja, zum Glück gibt es unabhängige Medien, wo regelmäßig mies gemacht werden. Zum Glück gibt es einen Bagdi, gibt es einen Wodak, gibt es einen Scheller, gibt es viele andere, einen Vernetzer. Es gibt sehr viele Leute und das sind intelligente Stimmen, die intelligente Sachen sagen. Und im Unterschied zu diesen Panik... Ja, muss ich mal sagen, Moment mal schnell, habe ich das nicht aufgeladen. Moment mal schnell. Zu den Panikmachern haben die Leute immer recht gehabt. Ich bin sicher, das finde ich jetzt gerade. Jetzt schaut mal den Scheiß an. Da muss ich jetzt wirklich nur noch von Scheiße reden. Ich muss nur schauen, dass ich es finde. Ihr glaubt mir das nicht, wenn ich euch das nicht zeige. Moment. Ich muss auf News gehen. Da. Schaut das an. Der Kekulé, übrigens einer, der Köppel noch gelobt hat. Jetzt muss ich noch etwas da lösen, sorry. Ich habe es gerade. Ich habe da noch einen Adblocker drin, den ich schnell rausnehme. Das ist halt immer, wenn man etwas zeigen will, so schnell. Jetzt schaut mal das an. Virologe rechnet im Herbst mit viralem Orkan. Viralem Orkan. Was für ein... Ich tue nie persönlich Menschen attackieren mit Schimpfwörtern. Ich tue gerne fluchen, nicht auf Personen, aber ich könnte denken, es für ihn halten. Sicher ist etwas. Ein Virologe, der von viralem Orkan redet, in einer Stimmung, wo bereits schon Panik herrscht, der gehört entmachtet und absorbiert. Schau, jetzt haben wir einen Gast da. Genau. Super, jetzt klappt. Tipptopp, wir hören uns. Ich habe jemanden gehabt, der mich im Einsatz war, der jetzt mir den Autoschlüssel zurückgebracht hat. Genau, Virologe rechnet den Herbst mit viralem Orkan. Deutschland lockert die Corona-Beschränkungen massiv. Der Virologe Alexander Kekulé hält das für brandgefährlich. Brandgefährlich! Er rechnet damit, dass es wegen der Vernachlässigung der Schutzmaßnahmen. Moment mal schnell. Du Sandro, kannst du mir gefallen machen, das Mikrofon bringen vom Studio? Das Kleine, ja, das vergessen. Jetzt komme ich gerade noch ein gutes Mikrofon über, damit ich wieder gut reden kann. Das war mein Tontechniker. Genau, er rechnet damit, dass es wegen der Vernachlässigung der Schutzmaßnahmen im Herbst wieder deutlich mehr Infektionen geben wird. Merke dir den Scheiß. Merke dir, was für ein Bullshit der Mensch erzählt. Ja, im Herbst wird es wieder mehr Infektionen geben. Wisst ihr wieso? Grippesaison fängt wieder an. Und da ist bereits der Vorlauf für den nächsten Shutdown. Jetzt kommt dann die zweite Welle, dritte Welle. Was sicher ist, im Sommer bleibt sie aus. Außer es gibt eine Sommergrippe, das gibt es manchmal auch.
Aber weil der Shutdown ja gar nicht genützt hat, weil die Leute sich bereits durchsucht haben und diese Ansteckziffer, also die Reproduktions, wie die heisst, Quote da, dass R0 unter 1 gefallen ist, wird praktisch nichts mehr. Heute läuft alles schief. Jetzt müssen wir schnell schauen hier. Jetzt muss ich schnell schauen. Ich habe vergessen, das stummschalten. Das mache ich jetzt. Gut. Jetzt hat mir gerade den Anwalt angerufen, der morgen wird aufs Sendung kommen. Aber ich kann jetzt natürlich heute das Gespräch entgegennehmen. Jetzt noch einen Augenblick. Dankeschön. So, schau da. Jetzt bin ich wieder richtig gut bewaffnet, damit ihr mich besser versteht, weil ich weiss, wie wichtig der Ton ist für eine Sendung. Hoffe ich. So, Odeli. Test, genau, da hört man wieder viel besser. Tut mir leid für die absolute Unprofessionalität, dafür ist es, wie sagt man so schön im Neudeutsch, authentisch. Authentische Aufregung über den Herrn Kekulé, der so einen Bullshit erzählt. Deutschland lockert die Corona-Beschränkung für Schulen, Kitas, Läden und Sport. Der Virologe Kekulé warnt, dass dadurch im Herbst eine neue Infektionswelle kommt. Erfahrungen zeigten, dass das Virus über den Sommer wohl verschwinde, im Herbst aber wieder zuschlage. Seht ihr, jetzt kommen sie plötzlich mit Erfahrungen. Aber wo ich im März schon gesagt habe, und der Wodak und alle, dass es im Frühling wird gelöst werden mit warmen Temperaturen, weißt du, was passiert? Wir wissen es nicht. Das ist ein neuartiges Virus. So haben sie geredet. Und jetzt zeigen plötzlich die Erfahrungen auch, im Herbst kommt es wieder. Jetzt kommt jetzt plötzlich im Nachhinein, weiss man, dass das Virus über den Sommer wahrscheinlich verschwinde. Motherfucker! Es ist, sehen wir das nicht, es hat wie System, wie immer mehr Panik geschürt wird. Und ein grosser Teil der Bevölkerung ist in Panik, obwohl sie mit Corona nie auf irgendeiner Art überhaupt in Kontakt gewesen sind. Weil sie sind krank geworden, noch leicht krank geworden, noch kennen die Leute, die krank geworden sind, außer Leute, die normale Grippen kennen. Und wenn sie alte Leute kennt haben, die im Schnitt 84 und mehrfach vorkrankt sind, dann haben sie auch Todesfälle erlebt. Statistisch völlig normal. Und der Shutdown, das ist ja nochmal etwas. Wenn der Typ ja recht hätte, ich werde jetzt ein bisschen ausfällig, jetzt nennen wir einfach Typ. Wieso verschwindet es im Sommer? Jetzt haben wir doch einen Shutdown gehabt, der angeblich so super gewirkt hat. Und jetzt dürfen wir ganz vorsichtig öffnen. Aber wir öffnen. Wieso ist keine Gefahr da, dass es jetzt wieder massiv ausbricht? Wieso nicht? Wieso ist es jetzt plötzlich da? Weil der Shutdown hat ja so super genützt. Jetzt fangen wir uns an zu suchen und wir tun ja so langsam locker, wie es so wahnsinnig gefährlich ist. Aber der Kekulé weiss schon, wir werden das super machen, aber im Herbst bricht es wieder aus. Und da sage ich euch, was da passiert, die Schäden, die wir haben, es ist wie ein stiller Krieg. Ohne Knall, ohne Schüsse, ohne laute Tote. Aber es gibt ein leisliches Sterben von Menschen, von der Wirtschaft. Es ist eine de facto eine Enteignung der Schweizer. Unser Geld wird verbrennt für eine total sinnlose Übung. Weil der Shutdown hat mich gebracht und im Sommer kommt da keine zweite Welle, aber im Herbst kommt etwas Neues. Es kommt halt wieder. Corona 19 oder 19.1 oder 20 oder Herpes. Schau dir die vorletzte Sendung an, die ich gemacht habe, über die weißen Socken. Es ist statistisch nicht nachweisbar, dass Corona tödlicher ist als weiße Socken. Das will ich in der zweiten Hälfte von selber Sendung zeigen. Aber passt auf, fragt euren Arzt und Apotheker. Ich bin kein Arzt. Hört am Back zu. Macht das, was ihr wollt, das sind freie Menschen. Ich denke mit Teil, ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung und meine deckt sich halt nicht komplett, aber ihr müsst euch eure eigenen Gedanken machen. So, dann haben wir noch. Ich muss schauen. Genau, wo ist der Köpfe auf den Test verlassen? Ich konnte leider nicht hören. Ich würde sagen, wir tun jetzt die Sendung, obwohl ich jetzt glaube, das gute Mikrofon wieder an habe und der Ton besser geworden ist, an dieser Stelle wieder langsam runterfahren. Ich schaue mal noch schnell, ob ihr Fragen habt und ich kann beantworten.
Ihr habt jetzt noch Zeit, um Fragen zu stellen. Es geht etwa 20 Sekunden Verzögerung, bis ich das lesen kann. Also schaue ich da noch schnell, was steht. Da sind wir. Sitze Kommentare, ist einfach grossartig. Und am Schluss ist alles kaputt, kein Recht mehr, genau. Und Corona ist geschuld. Ich sehe leider nur die neuesten Kommentare, jetzt sind es 73. Wenn ihr vorhin schon etwas geschrieben habt, ich weiss nicht, was das Problem ist, in einem Livestream kann ich nicht alle Nachrichten schauen. Es geht einfach nicht. Genau, heute, eine Gruppe war heute da. Leider nicht wegen mir, sondern wegen dem Rugeli. Ich hatte für andere interessante Leute da gehabt. Aber ein Gruppe ist das Rugeli fotografieren gekommen. Wie in der vorletzten Sendung hat sie sich verliebt. Eben nicht in mich, sondern ins Rugeli. Und das völlig zu Recht. So, Moment da, haben wir noch Fragen? Der Alexandrius kommt im Herbst. Im Herbst kommt was Neues, bis dann läuft doch 5 Gramm, 5G voller Power. Genau, das ist 19.2. Haben die noch ein PM gemacht? Okay, das lese ich gerade schnell. Moment schnell bitte. Das würde ich gerne anonym behalten. Aber ich habe einen Link gesendet bekommen, ich kann das Video nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob das darf zeigen. Das mache ich nicht. Ich mache es in der nächsten Sendung. Wie gesagt, morgen also, der Heinz Ruschein, der interviewe ich auf Bügen und Brechen in alle Details raus. Strafrecht, was passiert mit mir, wenn ich im nächsten Waldspaziergang verhaftet würde, weil ich den Reh verscheucht habe und so die öffentliche Ordnung gestört habe, dann würde ich das machen. Würde ich ihn befragen, damit ich weiss, wie man sich gegenüber den Wölfen richtig verhaltet. Und dann hoffe ich sehr bald eben nochmal ein Interview mit einem anderen Anwalt. Und was ich einfach sagen kann, ist, ich habe jetzt vorne ein bisschen wieder aufgeregt, wir müssen kämpfen. Es ist Zeit zum Gesicht zeigen. Zeit, um hinter der Verfassung zu stehen. Oder? Es heisst auch, politische Kundgebung sei verboten. Ich finde, für die Verfassung gerade zu stehen, ist für mich keine politische Kundgebung, weil das ist überpolitisch. Wie die Menschenrechte überpolitisch sind. Das Büchli da hat eine Frau auf dem 6-Leuten-Platz in die Luft gestreckt. Und ist, ich weiss, ob sie verhaftet worden ist, aber sie ist gebüßt worden. Verhaftet nicht. Unglaublich. Schaut mal, was steht. Anspruch auf Grundschulunterricht. Ja, haben wir auch nicht. Gut, ich gehe noch ein bisschen tiefer ins Detail. Ich habe es hier beenden. Ich habe gerade noch gehört, dass meine Sendungen gegen Ende immer in den Ausplampen. Das stimmt. Genau, eben doch Groupies. Ich habe das Rugeli gesehen. Köppel habe ich gesehen, heute war es gut. Gut, dann schaue ich das auch noch. Das DDR-Regime ist mit dem Mauerfall nicht verschwunden. Man hat lediglich die Grenze in Europa erweitert und die Schweiz ist mittendrin. Ja, das ist gut gesagt. Der Albert Knobel hat da absolut recht. Es ist der Wahnsinn, was wir erleben. Und ich kann nicht verstehen, wie viele Leute das verschlafen. Ich kann es nicht glauben. Wir haben ja das Gefühl, die Geschichte ist etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und nicht mehr passiert. Wir haben, keine Ahnung, die Gründung der Eidgenossenschaft, wir haben Napoleon, Helvetik, dann haben wir die Gründung vom Bundesstaat 1848, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles gut überstanden, die Armut ist weg, geht immer noch besser, immer noch aufwärts. Unmöglich, dass jemals wieder etwas passiert, was prägend ist für den Rest von unserem Leben. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass es so ist? Dass wir nicht etwas überleben, das prägend ist für den Rest unseres Lebens. Ich sage euch, das hier stellt alles in den Schatten, was wir alle je erlebt haben. Das ist 9-11 ein Furz in der Wüste. Das ist wirklich krass, auch wenn es heute enden würde. Aber es wird nicht enden. Sie fantasieren von der zweiten und dritten Welle. Sie sind schon den Teppich bereiten für den nächsten Shutdown, wo wir noch einmal am ersten draußen sind. Lasst euch nicht anlügen, am Ende ist der Shutdown nicht vorbei, er geht weiter. Sondern ihr könnt ein normales Leben leben und weigert euch, in der neuen Normalität zu leben. Neue Normalität, not acceptable, motherfuckers.
Wir wollen keine neue Normalität, wir wollen Normalität. Wir wollen Gesundheit und Freiheit. Wir wollen eben beides. Wir wollen nicht nur Gesundheit. Wir wollen unsere Gesundheit in Freiheit können leben. Was nützt uns Gesundheit, wenn der Rest des Lebens nicht mehr lebenswert ist? Wenn wir so eine Schweiz unseren Kindern übergeben, ist es das, was wir haben wollen? So ein Gesundheitsfaschismus. Ich mache jetzt den Computer zu. Wir müssen jetzt das Rugli suchen. Heute waren zwei Hunde auf Besuch. Die waren zwar lieb, aber das Rugli ist ein bisschen verstört wegen dem. Sie hat schon gemeint, die gehen fremd. Aber mache ich nicht. Mein Rugli ist mein Rugli. Hebt euch Sorge. Legt die Bibel auf die Seite. Nehmt das hier vorne. Nennt mich Menschenrechtsextremist. Ein guter Bekannter von mir aus Freidenkerzeiten hat sich immer gerne Menschenrechtsextremist genannt, weil er gefunden hat, das ist sehr lustig, weil man kann nicht genug extrem für die Menschenrechte einstehen. Und jetzt ist er ein Corona-Paniker. So läuft's. Weil er einfach grundsätzlich glaubt, was Medien und Bundesrat erzählen. Und ich weiss nicht, ob es den Leuten beibringen soll. Grundsätzlich sind Leute, die alternative Medien, ich lese das Wort nicht gern, unabhängige Medien gern lesen, besser informiert, weil sie kennen beide Seiten. Und das Problem ist eben die von den Massenmedien, die kennen nur die Massenmedienseite. Und dann lesen sie wieder mal einen Debunk-Artikel über KenFM oder über Rubicon oder über egal was. Und dann glauben sie das, weil ihr Vertrauen, ihr Organ, ein Plattformvertrauen, da hat er gesagt. Und das sind gute Journalisten. Die haben keine finsteren Pläne, sie sind nicht dumm, haben studiert. Aber, ja, und so sind sie in ihrer Bubble gefangen, bis zum Ende eines Tages. Und hätte man relativ können egal sein, wo man über so Zone, wo man über Klimadebatten gestritten hat, hätte man können egal sein bei ziemlich jedem Thema. Bei den Dieselzügen, bei allem. Aber jetzt betrifft es mich auch, jetzt betrifft es dich auch. Und wenn es dich heute betrifft, dann denke ich an die Leute, die jetzt am Ende anfangen zu verhungern. Hunger kehrt ein auf die Welt. Und zwar nicht von 84 Jahren mehrfach Vorerkrankten, die statistisch gesehen schon tot sind, weil man in der Schweiz statistisch mit 82,9 Jahren stirbt. Ich habe mich wiederholt, tut mir leid. Hebt euch Sorge, hebt eure Familie Sorge. Morgen ein Interview, wir gehen zweimal auf Sendung. Wird schon Mittag und am Samstag dann, ja. Übrigens, wenn ich gehört habe, aber ist illegal, ich will es nicht machen, da gehen Leute auf den Bundesplatz demonstrieren. Ich bin eher ein Fan vom Spazieren, weil demonstrieren ist als Untertan verboten. Und ich rate euch, Gesetze, die ihr habt, als Untertan zu befolgen. Und in St. Gallen sind etwas kleine Sachen, kündige ich mal auf der Klosterwiese, aber würde ich auch nicht gehen. Erstens wird es wahrscheinlich sehr wenig Leute haben und eben, man könnte strafbar machen und gebüßt werden. Und ich rate euch, Gesetze zu befolgen. Weil wenn ihr Gesetze nicht befolgt, können auch ganz schlimme Sachen passieren. Ihr könnt verzeiht werden, ihr könnt gebüßt werden. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, kann euer YouTube gesperrt werden. Wenn ihr Facebook habt, kann euer Facebook gesperrt werden. Dann kann es auch gesperrt werden, wenn ihr nicht gegen Gesetze verstoßt. Und darum, ihr müsst einfach wissen, wenn ihr Nachrichten schaut. Erstens gibt es eine andere Plattform, aber ja, viele Leute müssen mit silberner Zunge reden. Nicht alle sind so mutig wie ich und fluchen und schimpfen. Und dann muss man manchmal ein bisschen zwischen den Zielen lesen. Nicht bei mir, weil ich bin Vatergrad, ihr wisst das. Ist nicht nötig bei mir. Aber der Widerstand wächst. Ja, Schweizer Fernsehen hat immer mit Freude die Zahlen zeigen, wie das Vertrauen im Bundesrat da ist. Aber die Massnahmen, die sind immer und immer unbeliebter. Und wisst ihr wieso? Genau, ihr wisst wieso. Weil es der grösste Hure Scheissdreck ist, was die Schweiz seit ihrer Gründung erlebt hat. Es ist, der Pakt hat gesagt, kollektiver Selbstmord, da würde ich nicht sagen, tot sind wir nicht, sterben werden wir auch nicht. Aber es ist eine Verstümmelung. Wir verstümmeln uns selber für ein Ideal, das wir gar nicht richtig verstehen. Ich weiss nicht genau, was das Ideal ist, weil es sterben an einem anderen Ort andere Leute. Ah, bla 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 bla. So, jetzt kann ich schauen. Ray Donovan, ein Verbrecher. Ein sehr cooler Verbrecher, der immer Schuhe sagt. Und I'll take care of it. Wisst ihr was? Am Samstag, I'll take care of it.
mit der Eli. Ist das nicht ein geiles Teil? Damit endet meine Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in diesen Zeiten. Hinterfragen nicht die Volksrepublik Schweiz mit dem Zentralkomitee, wo AKA Bundesrat. Sie meinen es gut mit euch, auch wenn man es nicht glauben kann. Krieg ist Frieden, Lüge ist Wahrheit und Spiegel ist ein Nachrichtenmagazin. Und SRF berichtet neutral und ausgewogen und gibt sich die beste Mühe, alles kritisch zu hinterfragen. Ihr müsst nicht denken, ihr müsst folgen. Ihr seid als Schaf geboren und prädestiniert, zum als Schaf sterben. Amen. Motherfuckers.